Yeah, I've been living off a dollar and a drink, working skis up in my head to try and reach up to the top floor. I can't seem to focus on a single thing. I'm too dazed in my delusion, it's some peace too much to ask for. Yeah, this microphone, my weapon, let it sink. I refuse to give in to Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zum zweiten Video. Heute immer noch Kapitel 33. Jetzt geht es aber um die Anfangsrandwertprobleme. Das Anfangsrandwertproblem wird einfach ganz kurz abgekürzt als AWP. Kommen wir gleich zum ersten Beispiel. Wir haben die DGL von vorhin. X Punkt ist gleich minus 2t x Quadrat. Und darauf haben wir auch schon die Lösung gefunden. X von t ist gleich 1 durch t Quadrat minus c. Jetzt haben wir noch den Anfangswert gegeben. X von 1 ist gleich 1/2. Das x von 1 ist gleich dem x von t. Das heißt, wir können für das t einfach schon mal die 1 einsetzen. 1 durch 1 Quadrat minus c ist gleich, hier ist der Wert, 1/2. Jetzt haben wir eine ganz einfache Gleichung, die wir nach c auflösen können. Die Antwort darauf ist c ist gleich minus 1. Um die Lösung für das Anfangsrandwertproblem zu haben, nehmen wir die Lösung der DGL und setzen für das c das gerade eben gefundene c ein. Und das ist dann die Lösung des Anfangswertproblems. Kommen wir gleich zu dem nächsten Beispiel. Wir haben die DGL x Punkt ist gleich minus t durch x Punkt ist gleich minus t durch x mit dem Anfangswert x1 ist gleich 1. Wir fangen erstmal ganz normal an mit der DGL. Dx durch dt ist gleich minus t durch x. Alle x auf eine Seite. X dx ist gleich minus t dt. Wir setzen gleich ein Integral davor. Daraus kommt x² durch 2 ist gleich minus t² durch 2. Und auf der Seite vom t kommt das x dazu, das c dazu. Jetzt lösen wir einfach nach x auf. X² ist gleich minus t² plus 2c. X ist gleich, wir stellen diese beiden gleich um, damit es schöner aussieht. 2c minus t Quadrat und darüber eine Wurzel. Jetzt haben wir noch den Anfangswert von hier. X von 1 ist gleich 1. Wir stellen also gleich um, oder wir schreiben es 1 ist gleich, das ist die 1 von hier, ist gleich die Wurzel von 2c minus, das t ist unsere 1, 1 im Quadrat. Und wir wissen, die Wurzel muss 1 ergeben, weil die Wurzel von 1 ist 1. 1 ist gleich, oder wir quadrieren einfach die 1. So kann man es natürlich auch sehen. 2c minus 1, daraus folgt 2 ist gleich 2c, c ist gleich 1. Mit Hilfe von dem c und mit Hilfe von der Lösung von der allgemeinen DGL kommt die Lösung des Anfangswertproblems. X von t ist gleich 2 minus t Quadrat. Kommen wir gleich zum nächsten Beispiel. Und zwar haben wir die DGL. X Punkt ist gleich e hoch x Sinus mal Sinus von t. Mit dem Anfangswert x von 0 ist gleich 0. Wir schreiben ganz einfach um. Dx nach dt ist gleich e x mal Sinus von t. Alle x auf eine Seite, alle t's auf eine Seite ergibt e hoch minus x dx ist gleich
Sinus t dt. Davor setzen wir gleich die Integrale. Die Lösung davon ist minus e hoch minus x plus das Integral vom Sinus ist der minus Cosinus. Ist gleich minus Cosinus von t plus nicht vergessen das c. So können wir es aber nicht stehen lassen, denn wir brauchen natürlich das x einzeln, weil wir wollen ja x von t haben. Das heißt, wir tun erstmal das Minus weg. E hoch minus c ist minus x ist gleich Cosinus von t minus c. Und jetzt nehmen wir die Ln-Funktion. Ln e hoch minus x ist gleich Ln von Cosinus t minus c. Daraus folgt minus x ist gleich Ln von Cosinus von t, Klammern nicht vergessen, minus c, x von t ist gleich minus ln Cosinus von t minus c. Das ist jetzt die Lösung, die allgemeine Lösung der DGL. Da wir das natürlich aber nicht einfach so stehen lassen können, weil wir das Anfangswertproblem lösen wollen, schreiben wir einfach weiter. 0 ist gleich minus ln von Cosinus. Das t ist jetzt unser 0. Cosinus von 0 minus c. Und jetzt lösen wir einfach ganz normal nach dem c auf. Wir wissen, wenn 0 und ln steht, muss im ln eine 1 stehen. Das heißt, 1 ist gleich Cosinus 0 minus c. 1 minus Cosinus 0 ist schon die 1. Das heißt, c ist gleich 0. Aus dem c ist gleich 0 folgt, dass die Lösung des Anfangswertproblems x von t ist gleich minus ln Cosinus t ist. Das ist die Lösung des Anfangswertproblems. Machen wir weiter mit dem letzten Beispiel. Wir haben die Funktion t Quadrat. X ist gleich 1 plus t x Punkt. Mit dem Anfangswert x von 0 ist gleich 1. Die Vorgehensweise hier ist genau die gleiche wie bei den anderen. Wir schreiben erstmal um. Dx nach dt ist dx nach dt 1 plus t ist gleich t Quadrat x. Wir bringen alle t's auf eine Seite, alle x auf die andere Seite. 1 durch x dx ist gleich t Quadrat durch 1 plus t dt. Wir setzen gleich das Integral davor. Wir kennen das Integral von 1 durch x, das ist der Ln-Betrag von x. Aber wir kennen nicht sofort das Integral von t² durch 1 plus t². Dafür machen wir eine kleine Partialbruchzerlegung in der Nebenrechnung. Wir schreiben t² geteilt durch t plus 1. Die Partialbruchzerlegung geht eigentlich ganz einfach. Wir wissen, dass das t, t mal in das t Quadrat reinkommt. Schreiben wir also hin, t mal t plus 1. Das ergibt t Quadrat plus t. Setzen die Klammern rum und ziehen ab. Was übrig bleibt, schreiben wir unten hin. Das ist minus t. Das minus t, das t passt minus 1 mal in die minus t. Schreiben wir also minus 1 hin. Minus 1 mal t plus 1 wird zu minus t minus 1. Setzen wieder Klammern drum und ziehen es ab. Übrig bleibt die 1. Und die 1 können wir nicht mehr zerlegen. Das heißt, wir schreiben einfach plus 1 durch t plus 1 hin. Und das lässt sich leichter integrieren als dieser Term.
Wir schreiben also nochmal hin, das Integral von t minus 1 plus 1 durch t plus 1 dt. Das integrieren wir jetzt. Ln x ist gleich t Quadrat durch 2 minus t. 1 durch t plus 1 wird zum ln t plus 1. Und hinten darf nicht vergessen werden, das c. Jetzt kommen wir noch zu dem Festlegen von dem c. Wir haben x0 ist gleich 1. Schreiben wir nochmal hin. X von 0 ist gleich 1. Und wir setzen für das t, was ja unser 0 ist, gleich alles ein. Aber vorerst dürfen wir natürlich nicht vergessen, dass wir das x einzeln stehen haben wollen. Das heißt, so funktioniert das nicht. Wir nehmen die e-Funktion, e hoch ln x ist gleich e hoch t Quadrat durch 2 minus t plus ln t plus 1 plus c wird zu x ist gleich e hoch c, kommt von hier, mal e hoch 1/2 t Quadrat von hier minus t von da mal t plus 1 kommt von hier. Nun können wir hier unser t einsetzen. 1, das ist die x von hier. 1 ist gleich e hoch c mal e hoch t ist 0, also 1/2 mal 0 im Quadrat minus 0 mal 0 plus 1. Wir schreiben um. 1 ist gleich e hoch c mal e hoch 0 mal 1. 1 ist gleich, das sollte natürlich ein c sein, c. E hoch c mal e hoch 0 ist 1. Also schreiben wir 1 hin und 1 mal 1 ist 1 und das müssen wir gar nicht hinschreiben. Wir sehen also, 1 ist gleich e hoch c. Wir haben nun 1 ist e hoch c und wir sind schon fast da. E hoch 1 ist 1. E hoch 0 ist immer 1, das heißt c ist bei uns 0. Daraus folgt die Lösung des AWPs. Das ist x von t. Wir schreiben das ab, was wir hier nochmal hier schon hatten. Mit dem c ist gleich 0. Wir schreiben also einfach nur hin, e hoch t Quadrat durch 2 minus t mal t plus 1 in den Klammern. Und das ist also die Lösung des AWPs. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen verständlich erklären können. Falls ihr irgendwelche Fragen habt oder ich irgendwas falsch gemacht habe, schreibt mir einfach. Ich werde es vielleicht dann nochmal anders hochladen und nochmal in der Beschreibung erklären. Vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, ihr habt es verstanden und jetzt fällt es euch einfacher. Yeah, I've been living off a dollar and a drink, working skis up in my head to try and reach up to the top floor. I can't seem to focus on a single thing. I'm 2 days in my...